Weil ja, wenn ich die Elderbiter brauche für meine eigene Munition und die Biter Kings später für meine bessere eigene Munition, was bleibt denn noch dafür übrig, um Lasertürme daraus herzustellen? Biter Queen macht nur die Eier. Ja, das war's. Gibt nichts mehr. Also ja, ich denke, die Rubine werden dann das Mittel der Wahl sein. Und es sind echt nur drei. Die Königin kann ja irgendwo anders zerlegen, das ist nicht so wichtig. Also gut, also hier sehr kompakt da so reingewuselt. Mit Schwefelsäureanschluss von irgendwo da hinten. Kommen jetzt nochmal drei Fabriken. Also wobei, erstmal nur eine. Nee, gar nicht, zwei. Eine für den Berserker, eine für den Elder weiter. Genau, die zwei bauen wir schon mal auf. Und so kommen wir unsere Edelsteine ran. Ja, sehr schön. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich noch mehr Angriffe provozieren, die wir aber auch bitte schön überleben sollten. Ja, und so vier Supermauern haben wir da. Die sind echt schick. Die sind echt schick. Ja, war eins zur Zeit. Ich sollte jetzt wieder... Ich breche mal kurz die Munition ab. Sag, stell bitte... Oh, wir haben davon schon ein paar. Dann mach mal zwei davon in der Zwischenzeit. Schwefelsäure. Wir haben schon mehrfach Schwefelsäure abgezwackt für diverse Projekte. Und wurde zerstört. Sandmauer wird beschädigt. Ja, okay. Hier geht es auch mit Schwefelsäure hoch. Habt ihr das Problem gleich mal im Griff oder muss ich da vorbeikommen? Scheint sich beruhigt zu haben. Aber nicht sehr schön, dass das da so abgeht gerade. Aber ich habe gesagt, ich wollte Angriffe haben, also kriege ich Angriffe. Das ist... Ja. Unterirdische, schön lange Rohre. Gib, 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 gib. Ja, hier ist auch schon okay. Wir haben den Platz ja hier. Das heißt, hier kommst du jetzt raus. Du brauchst aber eine Abzweigung auch für da hinten noch. Also machen wir hier so einen kleinen Knick, dass wir später noch da in die Richtung abzweigen können. Gut, eine schnelle Fabrik haben wir noch nicht fertig. Also setzt da eine normale Fabrik hin. Da. Und du machst jetzt Leichenkram. Und zwar das Wichtigste zuerst. Den Elderbiter. So, und du brauchst jetzt Elderbiter Leichen. Die holst du dir von da. Du tust das Ganze in eine Kiste. Und zwar da. Mit. Oh, warte, mach die Kiste mal woanders hin, damit die Abzweigung hier unterirdisch später weitergehen kann. Also tu da rein, nimm da raus. Du hättest gerne Leichen von. Alten, beißenden Etwasen. Da. Davon ganz viele. So. Schwefelsäure ist schon da. Gut, 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 gut. So, du gehst jetzt hier unterirdisch, kommst da wieder raus. Dann kommt hier eine Fabrik hin. Die hätte gerne die Berserker. Hätte gerne von unten das. Nimmt dann von da was, tut da was rein. Weil die können sich die Kisten auch teilen, fällt mir gerade auf. Das heißt, du hättest gerne sowohl Berserkerleichen als auch Königsleichen. Das war's, ne? Berserker haben wir abgedeckt. Die Elder haben wir abgedeckt. Die Könige haben wir abgedeckt. Die Königin müssen wir später separat irgendwo machen. Jo, okay. Du... Viele, du, viele. Und das Ganze kommt rein in eine aktive Kiste und die wird eher leer gemacht, egal was wir da rein tun. Oh, und die rattern schon. Da ist unser erster Chunk of Ruby. Was brauchen wir für die tollen Türme? Raw Ruby. Das heißt, wir müssen jetzt mit der Verarbeitung anfangen von Edelstein. Und das brauchte, wenn ich mich nicht irre, ganz normale Steine zum Schleifen. Also nicht schleifen, sondern trommeln, um die ganzen Steinreste und andere Reste von den Edelsteinen wegzuhauen, quasi. Ja, das war jetzt sehr schön beschrieben. genau, das wäre der Silver Ruby
Laser Tower. Und dann haben wir noch den Gold Ruby Laser Tower. Der bräuchte Polished Rubies. Ja, was die Zwischenschritte angeht, muss ich mir das angucken. Weil ich will jetzt nicht den Turm da bauen, nur um festzustellen, dass er schlechter ist als der da. Er verbraucht schon mal weniger Strom. Hat dafür mehr Lebenspunkte. Also beides gut, aber über den Schaden kann ich halt nichts sagen. Ja, hatte ich mir da schon mal Gedanken drüber gemacht. Ja, also ja, wenn ich den jetzt aufbaue, nur um festzustellen, dass er doof ist und ich den hier mit nicht so viel mehr Aufwand auch herstellen könnte, dann warte ich halt lieber auf den. Noch geht das ja einigermaßen. So, also ihr seid am Arbeiten, ihr seid auch alle abgedeckt vom Roboport, weil der Roboport direkt daneben steht. Ist alles super. Gut, dann hätte ich jetzt gerne die besseren Akkus. Bevor ich das auch noch vergesse, das hier waren die richtigen, ne? Genau, baue mir davon welche und liefere mich mit Batterien. So, und ersetzt dann die hier bitte. Ah, da passt dezent mehr rein, hm? No, die brauchen rote Chips. Ja, macht es nicht so schön. Aber was muss, das muss. Ich wollte mich nicht bewegen, Jungs. Komm zurück. Komm zurück. Ah, jetzt tun die das in irgendeine Kiste, nur um es gleich wieder rauszuholen. Oh, na gut. So, Akku Capacity 400 MJ. Da waren wir, glaube ich, in unserer richtig großen Basis, also die vorletzte Welt. Da waren wir bei 2, noch was Gigajoule, oder? Also es geht noch einiges hier. Aber wir werden es wesentlich kompakter bauen können, weil wir halt diese MK-Stufe noch oben drauf haben. Da, damit. So. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Und das irritiert mich ein wenig. Ah, da war gerade ein Angriff. Ja. Es irritiert mich trotzdem, dass selbst wenn wir ohne Angriff, dass wir so viel verbrauchen. Piu, 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 piu. Sehr schön. Okay. Lava okay? Lava okay. Sehr schön. Was stand noch alles an? Also es scheint gerade richtig gut zu gehen. Ich war ziemlich enttäuscht wegen dem Laser. Aber jetzt, wo ich sehe, dass ich auch die Edelsteine relativ gut gewinnen kann, je mehr ich töte und ich töte viel, desto besser. Oh. Abtransport von Leichen. Da, wo ist der Itemkollektor? Da, bau mal zwei davon. Genau. Und dann gehen wir jetzt alle Seiten ab und gucken, ob überall eine gute Abdeckung ist von den Itemkollektoren und auch Roboports, die das abtransportieren können. Zum Beispiel hier hatten wir gar keinen zugegeben. Und hier kommen auch momentan nicht so wirklich viele Angriffe, aber das kann sich ja jederzeit ändern. Und da hätte ich schon ganz gerne hier einen Item-Collector vor Ort. Also bappen wir den mal hier hin. Geben dir ein das da. Geben dir ein das da. Und du brauchst einen Roboport hier, sehe ich gerade. Den habe ich schon gesetzt. Bau uns bitte. Ein tollerer Roboport. Supply Area 100x100. Brauchen wir hier jetzt eigentlich gerade gar nicht, ne? Ja, nee, hier reicht ein kleiner. 40 Eisenzahnräder. Ich hätte gerne Eisenzahnräder auf Vorrat. Versteckst du wieder beim Ditec-Zeug, ne? Ja. Also ich brauche demnächst mehr Logistik-Slots, definitiv. Oh, und ich kann noch mehr Mauern herstellen, die super toll sind. Wie viel haben wir jetzt? Gleich 7. Yay! So, und ich kann mal hier ein bisschen... Oh. Stell bitte her... Stahl? Das war der Händel. Kopf. Raw Ruby? Ich glaube, das teste ich demnächst mal. Einfach nur, um zu gucken, wie viel schneller sowas wäre. Bin ich schon ein bisschen gespannt.
Stahl, Craft und ich hätte gerne 5 Stück davon. Genau. So. Und jetzt ein bisschen Arbeit machen, die ich sonst nicht so gerne mache. Aus gutem Grund. So. Schick. Okay. Kann ich? Nein, konnte ich nicht. Das war nämlich etwas, was doof war an den Mauern. Ich hoffe, das wird noch geändert. Also nicht, weil es unbedingt Sinn macht. Macht es absolut nicht. Sondern einfach nur, weil es praktisch ist. Und weil es halt bei vielen anderen Maschinen auch geht. Und da macht es genauso wenig Sinn. Also, dass ich jetzt eine blaue Fabrik habe und dann nehme ich einfach eine gelbe Fabrik und bopp die oben drauf. Das ist nicht ganz so einfach, denke ich. Also man könnte es erklären mit, ja, wir setzen jetzt einfach bessere Elektronik in die Fabrik ein oder benutzen bessere Roboterarme innerhalb der Fabrik, um die Prozesse da zu beschleunigen oder was auch immer. Da geht es noch einigermaßen, ja. Aber bei einer Mauer aus Stein ist das schwierig. Dass wir sagen, wir nehmen jetzt den Sand hier und rieseln den da rein und dann ist es plötzlich eine Sandmauer. Das klappt nicht. Oh, Spielinventar hat nichts zu tun. Baumauern. Damit ist meine, ich wollte schon sagen, humanitäre Arbeit, besser gesagt, die Arbeit, die ich nicht gerne mache, auch getan. Den Rest mache ich ein andermal. Und ja, ich kann sowas einfach abgebrochen stehen lassen. Da stehe ich drüber. Denn ich wollte ja eigentlich die Kollektoren checken. Hier zum Beispiel. Ich denke, der Kollektor erwischt das hier unten nicht mehr unbedingt. Also haue ich hier auch noch einen hin. Zack. Warum dampfst du? Na, du nimmst irgendwo irgendwas weg. Oder waren das gerade Hundehaufen? Das sah sehr irritierend aus, was er da aufgesammelt hat. Habe ich das jetzt im Inventar? Achso, Carbon. Okay. Ja, wo hast du jetzt Carbon her? Carbon wird doch da ganz hinten hergestellt. Die nehmen das nicht von Fließbändern, oder? Ganz viele enttäuschte Roboter fliegen gerade zurück. Also ich hau das Ding mal einfach hier hin und guck, ob das von Fließbändern was klaut. Sechs Stück, sieben Stück. Check ich nicht. Wo nimmt ihr die her? Ich glaube, da ist irgendein Fehler drin. Also, dass bei irgendeinem Übergangsprozess, also zum Beispiel während das Ärmchen das gerade rauflegt oder während das irgendwo hier rüberspringt, dass es dann zählt, als wenn es auf dem Boden liegen würde und dann schnappt sich das Ding das. Das ist also nicht gut. Das heißt, wir müssten das Ding echt... Ah, da ist ja schon einer. Ja, der wird das hier erwischen. Okay. Da unten werden wir garantiert keine Roboports haben. Da. Wobei wichtiger wäre erstmal das da im Westen. Ne? Ja. Bau mal. Trotzdem schon mal noch mehr davon. Bau bitte noch ein Roboport, weil davon brauchen wir ewig viele. Das sieht auch sehr komisch aus mit dem Mischmasch da. Oh, und bitte, ja, Forschung. Sandmauer wird beschädigt. Forschung müssen wir gleich umschwenken auf, also wenn es fertig ist, damit nichts verloren geht, müssen wir unbedingt umschwenken auf die Edelsteinverarbeitung. Da, lauf raus, Hund, damit ich endlich keine Hunde mehr habe. Hund, genau, lauf außen rum. Du sollst nie wieder in irgendeine Basis von uns rein. Ja, falsche Mauer. Wobei, das muss ich auch noch machen. So. Ich habe das Gefühl, die große, große, große Stahlkiste ist bald voll mit Kohle. Was ja nicht der Schlimmste wäre, ne?
Muss ja immer dann denken, ich muss demnächst auch runterlaufen und die Kohle auch wirklich zu Hause abliefern, sonst hat die ganze Basis hier nichts gebracht. Wobei ich denke, ich werde auch das mit Roboports lösen, dass einfach die Roboter das rüberfliegen. Weil der Kohleverbrauch ist nicht so hoch wie Eisen, also könnten die Roboter das schon wuppen. Außerdem werden das ja auch von Tag zu Tag immer mehr Roboter, ne? Ja, es wird ein bisschen schwer, die Roboport-Verbindung von da nach darüber zu machen.